Und damit herzlich willkommen mal wieder zu Project Cars. Ich muss schon wieder vorher lachen, das ist immer klasse. Road Entry Cup, Caterham Classic mit unseren alten Oldtimer, hätte ich fast gesagt. Und zwar diesmal in Snetterton, 6 Runden, Beginn 11 Uhr. Es gibt wieder freies Training, Viertelstunde, dann Viertelstunde Qualifying und dann das Rennen. Und wie ihr schon seht, rechts oben, es sind wieder alle dabei, alle am Start. Der Dieter, der Mike und der Doggy, ich begrüße euch. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, servus. Hoffentlich bin ich zum Essen wieder fertig. Schönen guten Abend. Ganz genau. Wenn es um 11 Uhr anfängt, 12 Uhr gibt es Mittag. Das könnte klappen, Doggy. Aber wie gesagt, bei mir schon. Bei dir auf jeden Fall. Es könnte auch wieder passieren, dass man, dass du vorher wieder abbiegst. Ja. Und deswegen machen wir jetzt nicht lange rum. Geht's auf ins Training. Da kann der Doggy wieder zeigen, was er alles drauf hat. Im Qualifying darf er das auch nochmal und im Rennen wieder guckt er dann wieder hinten raus. Ich hoffe, diesmal klappt es besser. Also, ganz anderes Fahrzeug. Ja, wir werden es dann gleich auch merken. Ich weiß nicht, wer ist denn die Kiste noch gar nicht gefahren? Dieter, du bist schon mal mitgefahren, das weiß ich, im Gastrennen. Mike, wie schaut es bei dir aus? Ich habe das Ding schon mal Probe gefahren auf der letzten Strecke vom M1 Cup, wo wir jetzt gefahren sind. Mhm. Und die lange Gerade, die war so ellenlang auf einmal, aber lässt sich gut fahren. Okay, dann werden wir uns das gleich mal anschauen. Das Training hat begonnen. Ich fahre jetzt einfach mal raus. Ich denke mal, der Rest wahrscheinlich auch. Und da gucken wir mal. Ich muss auf jeden Fall, sehe ich gerade mal wieder, die Perspektiven wechseln. Das ist natürlich mit der Kiste immer so. Das wisst ihr ja. Jetzt habe ich einen Rückspiegel drin und jetzt geht's auch schon los. Freunde, Snetterton ist auf jeden Fall, Doga, müsstet ihr eigentlich bekannt vorkommen, weil da sind wir damals im Renault Clio Cup schon mal drüber gefeizt. Na, keine guten Erinnerungen. Wie in Renault. An den ganzen Clio Cup oder an die Strecke? An den Clio Cup. Clio Cup. Naja, gut. Neues Auto, neues Glück. Jetzt ist es wieder so, ich muss natürlich wieder fragen, ist ja klar. Also, Dieter, welche Lackierung hast du diesmal gewählt? Rot. Rot, das ist gut. Weinrot mit weißen Streifen, er ist direkt vor mir. Okay, Doggy, du warst doch gar nicht dran. Aber machen wir gleich weiter. Wie findet man dich? Ich habe gelbe Radläufe und schwarz. Schwarzes Chassis eigentlich. Schwarzes Chassis. Und der Mike? Ich habe blau und orange Streifen. Ah, den kenne ich, den bin ich auch schon mal gefahren. Den gab es damals dreimal auf der Strecke. Weißt du das noch, Doggy? Da warst du, glaube ich, auch mit dabei. Da haben wir dann. Haben wir uns alle nicht gesucht. Nee, das war recht schwierig. Nicht gefunden oder wie war das? Irgend sowas. So, und wenn ihr mich sehen solltet, aber es wird wahrscheinlich eh nicht vorkommen, ich bin heute ganz in schwarz gekleidet, sozusagen. Ganz in schwarz. Ja. Dass man nicht ganz das so auf. Das ist schwierig auf dem Asphalt. Genau, dass man nicht ganz so auf. Ey, er sagte zu mir Strecke geschnitten. Das kann gar nicht wahr sein. Es geht jetzt schon wieder los. Meine Herren, nur. Es geht jetzt echt schon wieder los. Okay, also, weiter geht's. Jetzt kommt die erste gezeitete Runde. Und dann wollen wir mal gucken, was sich so auftut. Was ich auf jeden Fall sagen kann, die Reifen hier sind bei mir immer kalt. Also sie werden auf jeden Fall nicht Betriebstemperatur erreichen. Somit bleiben die immer blau und nie grün. Also, wer es von euch schafft, Respekt. Also ich kriege die nicht auf Temperatur hier. So, jetzt gehen wir hier ins erste S rein. Hinter mir ist irgendjemand, kann ich jetzt auch nicht sagen, wer es ist, ob es einer von uns ist, also von den Humans sozusagen. Aber sieht nicht so aus. Mike, für heute wieder mit Controller oder mal zur Abwechslung mit Tastatur? Nee, Controller. Okay. Doggy brauche ich nicht fragen, hat zwar einen Lenkrad zu Hause, aber ist zu faul, es aufzubauen. Und was dabei rauskommt, sieht man dann im Rennen. Oh, da vorne. Hat's einen weggedriftet? Das sieht aus ja, wie... Das ist der Mike. Jawohl. Ja, Mike hat wieder Unkraut gejätet. Abseits der Strecke. Das bin ich nicht. Ich bin links von dir. Das war dein Kollege dann, wa? Weiß ich nicht. Ich habe ihn nicht bezahlt. Na, komm. Du hast so viel Moos, du steckst das ich immer. Ich muss erst wieder in der Fußgängerzone ein bisschen Geld sammeln, damit ich wieder welche bezahlen kann. Ja, nach deinem letzten Crash. Aber du hast ja, glaube ich, Reifen verkauft. An deine Fans beim letzten Mal. Hast du ja gesagt, ich fahre nur noch auf der Felge. Oh.
So, Freunde, jetzt kommt es mal drauf an. Jetzt, jetzt kriege ich eine Strafe hier. Dürfte der ein oder andere schon die erste gezeitete Runde mal haben, dass man mal so ein bisschen Anhaltspunkt hat, wo denn ungefähr die Konkurrenz ist. Wir haben es rausgedreht. Ja, mich auch. Oh. Diese und nächste ungültig. Ach komm, mit dem Auto kann man sich doch fast gar nicht drehen, Doggy. Ne, gedreht habe ich auch nicht. Na gut, also, dann sage ich euch mal auf jeden Fall an, dass ich momentan als Führender gewertet bin. Könnt ihr euch mal ein bisschen anstrengen. Vor allem Doggy, von dir erwarte ich eigentlich schon ein bisschen mehr. Ja? Na, ich habe eine andere Taktik heute. Du gönnst die ja beim freien Training. Beim freien Training bin ich eigentlich immer derjenige, der anderen gerne den Vortritt lässt. Allen voran den Doga, weil er braucht dann im Rennen wieder einen Haufen Tempos. Ja. Ich hab gesehen, er hat sich einen Bettlaken hingelegt. Ja, heute. Mit einem großen Kissen dabei. Ich muss noch dazu sagen, ich habe die KI etwas angehoben. Wir fahren jetzt also mit KI-Stärke 70. Wobei ich sagen muss, das ist auch... Naja. Aber gut, ich möchte ja nicht, dass ihr hinten die Plätze untereinander ausmacht, sondern dass ihr ein bisschen mit nach vorne kommt. Große Sprüche heute. Ja, muss man ja machen. Man muss ja auch mal ankündigen. Ich habe noch was gut beim Dieter. Weil im letzten Rennen hat er mich ja deklassiert mit 7 Sekunden Abstand. Das war dann nämlich schon eine Hausnummer. Aber. Na, heute nehme ich ein bisschen Gas weg. Nimmst ein bisschen die Luft raus, passt. Ja. 1:32.899. Für die es wissen wollen, steht momentan oben an der Tafel. 32. Ja, 899. Bin 1:35. Das ist klasse. Das bin ich gewohnt von dir. Immer erstmal 3 Sekunden zurück und dann mit einmal kommt dann wieder so eine super Runde. Wo keiner weiß, wie er es geschafft hat. Aber gut. Mal wieder keine Wolke am Himmel, das irritiert mich immer leicht. Ganz ehrlich. Aber die Sonne blüht. Für England, ne? Also. Ja, na gut, dort ist momentan ja auch Sommer für dich, Doga. Ja? Ja, ist jetzt nicht. Gibt's da überhaupt Sommer? Ist jetzt nicht so, dass die. Die reisen doch extra mal irgendwo hin, um ihre krebsroten Körper in der Sonne zu liegen. Okay. Die kennen ja keine Sonnencreme, habe ich mal gehört. Die kennen sie einfach nicht. Das sieht man dann auch immer, wenn sie im Ausland sind. Ja, genau. Am Abend, wenn sie leuchten. Erst wenn sie krebsrot aus dem Urlaub zurückkommen, weiß man, dass sie im Urlaub waren. Gut, doch, jetzt. Ein guter Urlaub war. Bevor du jetzt hier von Urlaub weiter träumst und schwärmst, welcher Platz hier aktuell? 20. Was heißt letzter? 10. Naja. Dieter 10. Erster von hinten, sag ich da. Immer. Was ist mit Mike? 19. Aha. Da haben wir die zwei Jungs, die betteln sich wieder hinten. Wie ist die Strecke, Dieter? Du hast gesagt, du kennst die Strecke nicht. Nein, ich muss mich dran gewöhnen, aber okay. Ist ein bisschen komisch. Die Sonne blendet ganz schön, ne? Ab und an. Oho. Aber okay. Gut. Schaff ich. Ja, dir traue ich das als eher am ehesten zu. Na. Jetzt bin ich nicht so hoch. Dass du da recht schnell reinkommst und dann wieder Druck machst. Vor mir ist ein Teamkollege von dir, also Platz 3. Oh. Jetzt kriege ich schon wieder Angst. Ich muss mich da kurz konzentrieren. weil wenn der Dieter in der Runde 4 schon wieder Platz 3 ist, da stimmt schon wieder was nicht. Da ist schon wieder was faul. Langsam dran. Mike wirkt heute sehr konzentriert. Ja, ich habe einen Burger vor mir. Ich versuche nicht in ihn reinzufahren. Das ist wirklich schwierig. Jetzt sind zwei Zappel-Leute. Weil der Doggy ist kurz hintereinander. Der Doggy korrigiert nämlich alle 5 Meter die Spur. Deswegen zappelt er immer vor dir so rum. Ich bin auf der schnellen Runde und muss tanken. Ja, muss ich leider auch. Nee, und das ist ja, schnell. Ich auch. Aber gut, wir haben ja noch 7 Minuten, also die ist erst gerade Halbzeit. Aber es ist natürlich blöd, wenn man gerade eh auf einer schnellen Runde war. Teste ich gleich mal die Boxeneinfahrt. Die ist recht einfach. Einfach rechts abbiegen und dann geht's ja mit der Links-Rechts-Kurve schön rein. Also halbe Sekunde schneller wie eben. Oh, das ist natürlich dann schade für dich, Dieter. Ja. Und gut für mich. Vergesst nicht, den Wurstblinker zu setzen. Den Wurstblinker? Was ist der Wurstblinker bei dir, Doggy? Den kennst du noch nicht. Nee. Lose
Dose Würste und dann kommt da so eine Wurst raus. Oh. Muss jetzt auch gleich tanken, aber ich bin euch auf den Fersen. Boah. Bin jetzt Dritter. Du bist jetzt Dritter. Das ist natürlich mal wieder eine Ansage. Das heißt, wenn du Dritter bist, ist der Dieter dann Fünfter? Vierter. Also dort geblieben, okay. Mike, bist du die Platz 19 los oder bist du sogar noch abgerutscht? Ja, Burger hat mich ja überholt und dann bin ich jetzt auf Platz 20. Ich war gerade auf der schnellen Runde und musste dann halt auftanken. Das ist natürlich... Ja, aber gut, du hast wie gesagt noch 5 Minuten 40 ungefähr. Da noch ein bisschen Dampf zu machen. Ja, ich versuch's. Und ich sag mal, ist Training ist ja dazu da, um ein bisschen die Strecke kennenzulernen. Ja, das Auto. Ja. Und dann im nächsten Stint im Qualifying geht's ja dann erst wirklich richtig zur Sache. Und da werden die Karten wieder neu gemischt. Gilt ja, sicher. Was ein bisschen schade ist, ich vermisse noch ein bisschen so dieses, aber das hat man beim letzten Mal auch, da kam es auch erst im Qualifying auf, so dieses, die Rennatmosphäre, dieses Kopf an Kopf, ich brauche den Dieter wieder vor mir, dass ich da wieder ihn bearbeiten kann. Am Start bin ich da. Ja, wie beim letzten Mal, da war ich ein bisschen erschrocken, das muss ich ehrlich sagen. Alle, alle, aber ich selber auch. Ich habe das im ersten Moment noch gar nicht so richtig begriffen gehabt. Dachte, das wäre nur ein Scherz. Ja, so für wegen, schau mal in den Rückspiegel und so weiter. Da, weißt du, wenn man in den Rückspiegel reinschaut, sieht man dann ungefähr 40 Lichter hinter mir. Aber dass er dann direkt mir hinten im Kofferraum reingeleuchtet hat, das war doch ein bisschen, da war ich etwas irritiert, muss ich zugeben. Und der Doga war so irritiert, dass er sich gleich gedreht hat von. Ja. Ich war selber irritiert. Aber ich konnte so durch die Mitte durchstarten, also so schön außen geblieben. Habe ich durch. Ab durch die Mitte. Und ja, bis auf den vierten und dann muss ich eben den einen noch überholen auf der Geraden. Dann war ich hinter dir. Wahnsinn. Und der Mike war ja auch dann, ist ja auch gleich mit durchgezogen. Ihr wart ja alle beide da. Ja. Am Ende ging dann ein bisschen die Luft aus, aber der Start war dafür umso besser. Ja. So, jetzt wollen wir uns mal wieder konzentrieren, weil die Jungs kommen doch langsam ran. Das heißt, ich eier momentan hier ein bisschen rum. Das ist noch nicht wirklich Renntempo. Das kommt mir nur so vor, das liegt an dem Auto. Das Auto ist so langsam. Ja, das stimmt. Ich kann euch beruhigen, das war auch das letzte Rennen mit der Kiste. Danach ist die Serie rum. Was dann im Anschluss kommt, beziehungsweise die nächsten, die bekommt, das können wir dann gerne nachher nochmal besprechen. Oh, jetzt hat es mich doch gedreht. Ich sag vorhin, man kann sich mit der Kiste gar nicht drehen. Jetzt habe ich es auch geschafft. Das Auto gar nicht mal so schlecht. Ach Gott, ach Gott. Gar nicht mal so schlecht. Ich fahre den ganz gerne. Ja, er ist ein bisschen, er quält sich halt teilweise, ja, so je nachdem, Gang. Wie man aus der Kurve rauskommt, ja. Und in welchem Gang man denn ist. Na, viel schalten kannst du nicht, du kannst maximal einen dritten Runde, aber der ist die Elastizität so dermaßen träge. Jetzt kriege ich gleich einen Anfall vor lauter, lass mich auch mit. So, noch einmal. Ich bin total raus jetzt hier. Und ja, fachgesimpelt im Hintergrund, aber gut, es ist immer das Problem, wenn man vorne steht, ja. Da wird man ein bisschen nachlässig. Da lässt man es ruhig angehen. Da. Ich weiß guck hier. Guck mal, wer vorne steht, mein Lieber. Ganz still. Dieter. Jetzt muss ich gerade. Jetzt geht bei mir gerade ein bisschen die Temperatur nach oben wieder hier im Raum. Aber das ist genau das ist es. Man ist nicht mehr wirklich fokussiert, man ist nicht mehr wirklich konzentriert bei der Sache. Labert ein bisschen. Zwei Minuten noch. Ja, der Dieter tut dann da ein bisschen so, sagen wir ein bisschen müde reden. Ja, so ein bisschen ja und da und dort und wird alles. Und auf einmal steht er vor einem. Da muss man jetzt. Aber, weißt du, nur im freien Training, im Qualifying bin ich hin. Ich glaube diesmal nicht. Ich glaube, diesmal, du bist sehr konzentriert, du wirkst heute sehr konzentriert und du willst dir wieder den Pokal schnappen. Und der hat ja gezeigt, dass er auch sehr wenig Fehler macht. Ja, das ist das Problem. In den einen Rennen da, obwohl er unter Druck war. Das ist das Problem. Und das ist dann ganz gefährlich. Und ich bin jetzt ganz mal
ist der Dieter wieder Erster. Hat er sich das Training schon mal die ersten Punkte geschnappt? Für die schnellste Runde hier. Das hätte ich jetzt so nicht... Ja, was heißt erwartet? Das kann ich jetzt so nicht sagen, aber... Weil nicht mitgerechnet. Nee, habe ich nicht gerechnet, dass es so schnell schon wieder dabei ist. Dass du im Qualifying dann drin bist in der Strecke, war mir klar. 36.000stel langsamer. Ach, also ein Wimpernschlag sozusagen. Blau noch rausgekriegt, ja. Hast du mich gerade rausgekriegt? Ja, entschuldige bitte. Entschuldige, mein Junge. So, Freunde, und da seht ihr mal wieder, was der Dieter für eine Hausnummer ist. Kegelt da den Mike raus, ja. Hauptsache, der Mike kommt, bleibt auf Platz 20. Und das finde ich natürlich schon... Nein, er kann direkt hinter mir sein. Das kann da hat der Kingston ein Déjà-vu. Ja, das ist richtig. Olli, bist du hinter mir? Er kennt ja schließlich auch schon den Kofferraum vom Mike. Der Mike ist immer der, den man gerne im Training ein bisschen hinten aufgabelt. Und jeder sagt, man kann nichts dafür. Und er hat aber viel zu früh gebremst, der Mike. Also Freunde, ich schaff's nicht mehr, den Dieter hier vom Thron zu stoßen im freien Training. Das war ein bisschen... Da haben wir ein bisschen selber schuld, sag ich jetzt einfach mal. Ja, da geht nichts. Ich hoffe, dass der Duga hinter mir bleibt. Hat er auch gemacht. Freunde, das war das freie Training. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann, wenn es ins Qualifying geht. Bis dahin, ciao, ciao. Bis dann.